Naja, die Tatjana hat diese Äußerung natürlich getätigt, weil wir in der Personalpolitik des BSD die eine oder andere Entscheidung in den letzten ja, 1,5 Jahren treffen mussten. Konkret ging es um die Personalie André Florschütz und das war, sage ich jetzt einmal, mit Sicherheit der Trainer des Vertrauens der Tatjana. Deswegen kann ich die Unzufriedenheit auch nachvollziehen. Da hat es den einen oder anderen Vorfall gegeben, den wir mannschaftsintern erst diskutiert haben und dann extern im Präsidium. Und ich werde hier mit Sicherheit nicht Details erwähnen, die zu diesen Personalentscheidungen geführt haben. Wir versuchen uns auf alle Fälle für die Zukunft so aufzustellen, dass das Paket so steht, dass auch alle Sportler aus allen Stützpunkten, die wir integriert haben, zufrieden sind und ihre Ansprechpartner finden. Ich möchte ganz kurz gern auf den, ja, den habe ich auch schon vielfach gehört, den Vorwurf, dass nur den George Hagel seine Schlitten laufen. Natürlich laufen seine Schlitten gut, die von ihm betreuten Sportler. Allerdings, wer die Rennen genau beobachtet hat, dann müsste er eigentlich auch ein Agreement mit Albert Demtschenko geschlossen haben, der auch einen sehr schnellen Schlitten gefahren ist. Der ist immerhin mit Startzeiten von 3,70 im Gegensatz zum Felix Loch, der eine 3,60 zieht. Das ist ein Zehntel, das potenziert sich mindestens mal zwei bis zur nächsten Zwischenzeit. Und dann war er unten an ihm ran. Also meiner Einschätzung nach hat der Albert Demtschenko tatsächlich einen schnelleren Schlitten gehabt als der Felix Loch.